Hey Leute und willkommen zurück zu Lost Horizon. Lost Horizon! Genau! So. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. Ach genau, wir haben den Knochen da reingelegt und greifen jetzt mal in die Vertiefung. Leer. Okay, immer noch leer. Vielleicht können wir Steinkugeln in die Vertiefung legen. Keine Reaktion. Das okay. Symbol erinnert an züngelnde Flammen. Vielleicht steht es ja für Feuer. Würde jedenfalls zu diesem Ort hier passen. Okay. Also müssen wir wahrscheinlich Feuer da reinlegen. Alles klar. Ich leg den Becher an die Kette. Ah, okay. Dann holen wir Lava. Würde ich jetzt sagen, weil wenn wir... Wahrhaftig, das könnte klappen. Die Kette ist lang genug, um den Steinbecher in die Lava hinabzulassen. Und beides ist auch so hitzeresistent, dass ich etwas von dem flüssigen Gestein nach oben holen kann. Und dir dabei hier auf die Finger verbrennst, du hast vollkommen recht. Ja. Aber das macht nichts. Fenton kann das. Dum, 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 dum. Ah! Okay, wir haben Feuer geangelt. Also Lava geangelt. Erstmal ab damit. Na bitte. Feurige Lava. Gut, dann stellen wir den Lava-Becher mal da rein. Heureka! Die Statue erwacht zum Leben. Irgendwas hat der Steinbecher mit der Lava jedenfalls bewirkt. An der Statue hat sich eine weitere Nische geöffnet und darin liegt eins der Teile des Drachenamuletts. Ausgezeichnet. Sehr gut, dann nehmen wir das mal mit. Zack. Es ist das Teil, das den Rumpf des Drachen darstellt. Alles klar. Gut, dann gucken wir doch mal im südöstlichen Dings. Vertiefung, Vertiefung, Vertiefung. Gucken wir mal hier. Ah. Ich kann nichts darin entdecken. Wir haben genau drei Stück. Der Kristall sitzt nun fest in der Vertiefung. Alles klar. Einfach mal in jede Vertiefung einen Kristall stecken. Der Kristall passt. Ja, er passt genau da rein. Und da auch nochmal. Ja, aber muss ich auch sagen, ist natürlich gut, dass wir das genau. Der Kristall hat die richtige Größe. Und auch die Form scheint mit der Vertiefung übereinzustimmen. Ich setze ihn mal ein. Tu das. Beeindruckend. Das Licht aus diesem Bereich des Tempels wird gebündelt und umgeleitet. Was passiert denn jetzt? Ich würde sagen, der Eisblock schmilzt. Das gebündelte Licht schmilzt etwas aus dem Eis. Aha. Tada. Es ist das Schwanzstück des Drachenamuletts. Okay. Passt. Dann kombinieren wir das schon mal. Okay, jetzt fehlt dann nur noch... Achso, nee, hier... Tja. Da musst du theoretisch ja alle reinsetzen. Ja, genau, das habe ich nämlich jetzt, also wir haben, wenn wir das komplett haben, ist die Frage, was machen wir damit? Weil wir müssen ja irgendwie, achso, nee, jetzt sind wir wieder hier, nee, da wollte ich ja gar nicht hin, weil uns fehlt ja jetzt das letzte Stück. Es muss ja dann eigentlich hier sein. Aber wie? Ich denke nicht, dass ich... Weil man kann die ja nicht einfach so bewegen. Wir haben ja noch die Murmeln. Achso, die Steinkugel. Ja. Okay. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aha. Wenn man eine Steinkugel in die Münder der Köpfe wirft, bewegen sich die Steinscheiben auf dem Boden. Okay. Weil das hier scheint ja schon mal richtig... ich weiß nicht, ich tue jetzt einfach mal in jeden Steinkopf ein, so ein Ding. Ach so. Ah, okay. Ja, ist die Frage, wo müssen sie hinzeigen? Müssen sie hier hinzeigen? Oder müssen sie auf die... Genau, dass der Pfeil quasi hier einmal so runter geht. Das kann natürlich sein. Jetzt dreht sich der direkt mit. Okay, blöd. So, weil jetzt ist das hier nämlich richtig. Das heißt, wir müssten rein theoretisch nur noch die beiden hier
Warte, wollen wir das nochmal machen? Haha. Die Stele in der Mitte der Bodenscheiben hat sich geöffnet. Tada! Das war gar nicht so kompliziert. Das Kopfstück des Drachenamuletts. Kopf, Rumpf, Schwanz. Nun ist das Amulett wieder komplett. Juhu. Jetzt natürlich die große Frage. Was machen wir jetzt damit? Vielleicht müssen wir damit zu dem Kraftfeld und sagen von wegen, hey, dieses hier. Kraftfeld schützt die Quelle der morphogenetischen Felder und ich kann es nur mit Hilfe des Drachenamuletts überwinden. Ja, was soll wir, dass wir das haben? Jetzt bin ich aber gespannt. Hat sich irgendwas getan? Offensichtlich nicht. Schade. Vielleicht mache ich ja was falsch. Ich sehe, du hast es geschafft. What? Richard? Ja, das Amulett ist komplett, aber es passiert nichts. Was genau muss ich tun, um die Nazis zu vertreiben? Mit dem Amulett kannst du das Kraftfeld überbrücken und die Energie des Ortes wieder nutzen. Benutz deine Fantasiefänden. Denk an die Wirkungsweise der morphogenetischen Felder. Sie durchdringen alles und jeden, und hier sind sie besonders stark. Was meinst du damit? Hast du die Kontrolle über diese Energie, hast du auch Kontrolle über alle Anwesenden hier. Lass deine Gedanken, deine Gefühle zum kontrollierenden Element für alle anderen hier werden. Lass deine Gedanken zur Materie werden. Richard? Na toll. Kaum wird's brenzlig, verdrückt er sich. Na schön. Wenn diese morphogenetischen Felder also alles und jeden durchdringen und ich diese Felder mit dem Amulett kontrolliere, dann kann ich ja quasi bestimmen, was alle anderen hier denken, fühlen und sehen. Da fällt mir plötzlich die Geschichte von dem Drachen wieder ein, die Professor Hayes in Marrakesch erzählt hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich Drachenmärchen. Und dann kam ein schrecklicher Drache. Das ist natürlich cool. Können wir jetzt einfach so einen Drachen uns sozusagen anscheinend? Ja, aber der existiert ja nicht. Nee, eigentlich nicht. Die Leute sehen ihn nur und denken, es ist einer. Ja, weil wir wollen, dass die Leute das Leutnant, sehen. Leutnant, bringen Sie Ruhe in die Reihen. Ihre Männer dürfen sich nicht verrückt machen lassen. Das ist nur ein Trugbild. Alle sind in Aufruhr. Das ist meine Chance. Ich sollte versuchen, mich von den Fesseln zu befreien. Alles klar. Tisch rüberziehen. Dann treten wir jetzt nochmal gegen den Tisch. Genau. Glasscherbe. Und jetzt runterbeugen. Jetzt ab in die Hocke. Ich habe eine Glasscherbe zu mir herangezogen. Oh. Dann wollen wir den Krauts mal ein bisschen einheizen. Es sieht so cool aus. Ich muss das Amulett auf die Stelle richten, die der Drache angreifen soll. Ach so, das Zentrum. Ich kann natürlich Kim am besten unterstützen, wenn ich mit Hilfe der Drachenvision weiterhin für Panik unter den Soldaten sorge. Ach so, okay. Ich will den Drachen nicht genau ins Zentrum steuern. Ach, nicht? Da unten, unmittelbar am Kraftfeld, sehe ich nur wenige Soldaten. Allerdings befindet sich Kim unter ihnen und ich möchte sie nicht unnötig ängstigen. Ach so, okay, dann vielleicht auf die Plattform. Rar. Alles klar. Und dann nochmal auf die Plattform. Die gleiche Katze einfach nochmal. Ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Ich muss schnellstens diese Fesseln loswerden. Dann bück dich doch. Ja, mit den Füßen, mit den Knien genau in die Glasscherbe. Ja, muss sie ja. Was bleibt ja noch übrig? Ja, ja. Ich schneide die Seile durch. Auf zwei dieser Plattformen befinden sich noch immer Soldaten. Ja, Plattform. Nochmal die gleiche Cutscene. Da wird das Budget für den Animator ja richtig ausgenutzt. Aber richtig. Aber ist egal. Sie hätten die Cutscene ja wenigstens spiegeln können, dann wäre es nicht so aufgefallen. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst.
verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt! Folgen Sie mir, wir sprengen die Stelen. Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten. Ja. Wohin so eilig, Frau Gräfin? Mutig. Dumm, aber mutig. Mut ist nur vonnöten, wenn man sich einer Aufgabe nicht gewachsen sieht. Selbstüberschätzung kommt vor dem Scheitern. Dann wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen. Leider wird das auch deine letzte Lektion sein. Ich glaube nicht. Matrix. Vorsichtig angreifen, aggressiv angreifen. Ich würde sagen, vorsichtig. Okay. Die scheint sich auszukennen. Ja. Zurückweichen, vorsichtig angreifen oder aggressiv angreifen. Ich würde sagen, zurückweichen, weil desto weiter wir zum Abgrund kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie da reinwerfen können. Ja. Wohin so eilig, mein Kleines? Oh! Wey, so. Zurückweichen. Und jetzt aggressiv drauf. Waffen sind immer gut. Ja, okay, aggressiv hat nichts gebracht. Dann machen wir mal vorsichtig. Ah, okay. Oh! Jetzt hat sie eine Schaufel. Aua! Ja, ja, sehr gut. Sag auf Wiedersehen, Fräulein. Sei hier, Frau Gräfin. Aua. Kim, alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ich denke schon. Jedenfalls geht's mir deutlich besser als Frau Gräfin. Das macht nichts. Ich muss zugeben, das war eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Vermutlich kennst du sehr viele Seiten von mir noch nicht. Scheint mir auch so. Vielleicht zeigst du mir ja bei Gelegenheit mehr von deinen verborgenen Talenten. Oh, das hättest du wohl gerne, Paddock. Überrascht dich das? Richard? Ich störe euch zwei Turteltauben ja nur ungern, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Wie? Ich meine, was soll das heißen? Mein Entschluss steht fest. Ich werde bei den Priestern in der Vergangenheit bleiben. Was? Aber warum? Nun, ich glaube an einen tieferen Sinn hinter den Geschehnissen in jüngster Zeit. Vieles, das ich gesehen und erfahren habe, lag für mich vor kurzem noch jenseits aller Vorstellungskraft. Uns alle verbindet eine Kraft, deren Auswirkungen wir nicht annähernd verstehen können. Und ich sehe meine Bestimmung darin, den Priestern bei der Wahrung dieses Geheimnisses zu helfen. Ich hoffe, auch ihr werdet in eurer Zeit alles Nötige dafür tun, dass Shambhala ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Die Menschheit ist noch lange nicht reif für dieses Wunder. Versprecht ihr mir das? Wir kümmern uns darum. Versprochen. Ich danke dir, Fenton. Vor allem für das, was du auf dich genommen hast, um mich zu finden. Ich werde dir das niemals vergessen. Dein Entschluss steht wirklich fest? Hast du dir das auch gut überlegt? Ja, Fenton. Ich hoffe, du wirst das irgendwann verstehen. Du bist mein bester Freund, Richard. Und deine Entscheidung bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich niemals wiedersehen werden. Es fällt mir verdammt schwer. Aber ich respektiere es und bewundere deinen Mut. Danke. Nun wird es aber Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tschö. Passt auf euch auf. Leb wohl, Richard. Puff. Was war das denn? Wohin ist Richard verschwunden? Das ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir das am besten auf dem Heimweg. Soll das heißen, das war's? Ich denke ja. Abgesehen davon, dass wir uns noch mit dem Schlüsselartefakt zurückteleportieren und dafür sorgen müssen, dass dieser Ort weiterhin verborgen bleibt. Außerdem sollte ich noch kurz in Hongkong vorbeischauen und den verräterischen Gouverneur seiner gerechten Strafe zuführen, falls das ein Adjutant Huxley nicht schon erledigt hat. Aber die Suche nach Richard hat dich um die halbe Welt geführt und nun kehrst du mit leeren Händen heim? Tja. Tue ich das denn? Oh. Du hältst dich wohl für einen ganz tollen Kerl, Fenton Paddock. Aber sicher. Du doch auch, stimmt's? Oh. Oh. Ein Happy End.
sozusagen. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwas. Nein, okay. Ja. Ja. Dann war's das. Anscheinend. Also ich muss sagen, das Spiel war sehr schön, auch vor allen Dingen am Ende das. Ich fand den Drachen einfach super. Ja, so auch allein dieser... Warte, ich geh mal auf zurück. Mhm. Weil die Musik ist doch relativ laut. So. Da müssen wir nicht dagegen anschreien. Der Bonusbereich steht jetzt im Hauptmenü zur Verfügung. Juhu. Bonusbereich? Ja. Wollen wir da mal reingucken? Warte, Cinema, Credits, Optionen, Spielladen, neues Spiel. Vielleicht oben in dem... Ah, ja, ja. Bonus. Prototyp-Version, aha, okay. Puzzle, ah, wir können puzzeln. Und den Endkampf nochmal machen. Ah. Was ist denn das Puzzle? Ich will mal gucken. Achso, okay. Dann puzzle du mal in der Zeit, sage ich das, was ich sagen wollte. Ja, tu das, tu das. Ich muss auch generell sagen, ich finde auch den Aspekt mit der Zeitreise am Ende. Ich finde, Zeitreisen sind immer ein sehr gewagtes Thema. Ich gerade weiß jetzt schon, wer es ist. Sorry, ja. Ja. Ja, ich weiß das auch schon, was ist ein guter Anhaltspunkt für die anderen Teile. Achso. Ja, ja, aber du kennst wahrscheinlich die Person nicht, die das darstellen soll. Aber egal, ja, ja. Erzähl weiter. Also ich finde generell den Punkt der Zeitreisen immer ein sehr schwieriges Thema. Ja, das stimmt. Weil Zeitreisen können vieles erleichtern, aber auch vieles in Frage stellen, was gewesen ist. Mhm. Und aber ich muss sagen, in dem Teil haben sie das mit der Zeitreise echt gut verpackt. Ja, ich fand es halt auch total cool dann hinterher, dass man halt mit Richard spielen musste und dann aber auch dann sozusagen die, also so Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig sozusagen. Ne? Das, ja. Das fand ich auf jeden Fall mega cool. Also das muss ich halt sagen, es war eine gute Idee. Ja, es ist aus Geheimakte nämlich. Mhm. Ja, also ist nämlich von den gleichen Herstellern. Also okay. Geheimakte und ja. Dann können wir jetzt nochmal den Endkampf spielen und komplett aggressiv aufs Maul kriegen. Warte mal, ich will mal wissen, was das ist. Okay. Okay. Wenn Sie sich für die Entstehung von Lost Horizon interessieren, dann können Sie sich nun den Prototypen aus dem Jahr 2008 spielen. Diese Version diente uns als erste Präsentationsversion auf der Games Convention und als Demo-Version für unsere Publisher Deep Silver. Einige Szenen der dieser Prototyp-Version sind nicht finalisiert und so tauchen vor allem in den Cutscenes einige Charaktere auf, die Ihnen vielleicht aus unseren früheren Spielen bekannt sind. Die spielbaren Szenen im Prototyp haben im Großen und Ganzen Verwendung in der finalen Version des Spiels gefunden. Allerdings war der Beginn der Geschichte ursprünglich ganz anders geplant. Lassen Sie sich überraschen. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch nochmal in einer Extra-Folge, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Okay, dann ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, wir und sehen uns bis zum nächsten Mal. In der Bonus-Folge, genau. Bis dann. Bis dann.